Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der virtuellen Bibelstunde. Heute geht es um Davids Söhne. Wir sind im zweiten Buch Samuel im Alten Testament, drittes Kapitel, Verse 1 bis 5. Es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Haus Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Und es wurden David Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amnon von Ahinoam, der Israeliten. Der zweite Kaliab von Abigali, der Frau des Karmeliters Nebal. Die dritte Absalom, der Sohn der Maascha, der Tochter Talimais, des Königs von Geshur. Der vierte Abnoam, der Sohn der Haggit. Der fünfte Shephatia, der Sohn der Abital. Der sechste Jitteram von Egal, der Frau Davids. Diese wurden David geboren, zu Hebron. Ja, zur Erklärung vielleicht, ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt so viele Söhne von so vielen Frauen zur Welt gebracht wurden. Das war damals noch üblich, dass ein Mann mehrere Frauen hatte und David als König von Juda hatte natürlich, was Juda? Ja, Juda hatte natürlich die meisten Frauen um sich und konnte natürlich auch die schönsten und stärksten Frauen sich raussuchen für seine Söhne. Und bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal.